Dürfen wir uns keinen Aussetzer erlauben. So, der erste Durchgang beginnt hier im Viertelfinal-Hinspiel der UEFA Champions League. Und jetzt Lewandowski. Das könnte eine frühe Verwarnung geben. Ich glaube, da wird konsequent entschieden. Da hat er unglaubliches Glück, dass er weiterspielen darf. Ja, das weiß er auch. Er ist mit Gelb extrem gut bedient. Die kurze Variante jetzt. Er hält ihn. Ist es denn zu fassen? Ecke kommt in den 16er. Da kann er jetzt erstmal klären. Leroy Sané wird in diesem Spiel eine Hauptrolle spielen. Mit dem Dreierpack im letzten Spiel, da hat er seine starke Form eindrucksvoll unterstrichen. Auf ihn müssen Sie aufpassen. Er hat die Bayern im Angriff. Der Ball an den kurzen Pfosten. Das war einfach. Er holt sich die Flanke. Azpilicueta. Hakim Ziyech. Ziyech mit dem Steilpass. Er zeigt auf den Punkt und das ist jetzt die große Gelegenheit, in Führung zu gehen. Aber den Elfer, den musst du erstmal machen. Da ist viel Druck. Er gibt den Elfer und nur Gelb. Ah, ich glaube, das geht in Ordnung. Da zeigt der Schiedsrichter. Der Elfer ist drin. Da kommt nochmal die Wiederholung, eiskalt verladen und dann ist das, es sieht zumindest so aus, ein einfacher Elfmeter. So, da hätten wir also das 1:0, mal sehen, wie es hier weitergeht. Kimmich. Dayot Upamecano. Coman ist das jetzt. Sie holen sich den Ballbesitz. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Vielleicht machen sie was aus diesem Konter. Ballverlust, ja, kein guter Konter. So darf man es natürlich nicht machen. Schöner Pass da. Gute Szene, aber dann kommt die Abseitsentscheidung. Da wären sie beinahe durch gewesen. Aber der Steilpass kommt eben diesen Tick zu spät und dann ist die Fahne oben. Und da lag er richtig, auch wenn er nur einen Hauch vorne war. Gute Entscheidung, die Fahne zu heben. Und er gewinnt den Zweikampf. Die Bayern im Vorwärtsgang. Die Reingabe jetzt ins Zentrum. Das sah gut aus. Klasse, dieser Volley. Tolle Schusstechnik. Am Ende knapp. Nun Lukaku. Lewandowski. Oh, viel Platz jetzt. Bayern München ist wieder da. Sie schaffen hier den Ausgleich in diesem Spiel. So entstand dieser Treffer. Müller vorbei am Verteidiger. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hatte auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen.
Lewandowski. Tor! Doppelschlag! Was ist denn hier los? Sie legen direkt nochmal nach. Sie sind im Moment wirklich unaufhaltsam. Das ist Wahnsinn! Sie treffen direkt nochmal. Und jetzt müssen Sie hier aufpassen, dass Ihnen das Spiel nicht komplett entgleitet. Für den Moment sind Sie jedenfalls geschockt. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Das macht er sehr gut. Gnabry. Pavard. Da haben die Bayern Platz. Jetzt die Flanke. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Jetzt können sie den Konter ansetzen. Szene immer noch gefährlich. Ja, aus so einer Konterchance müssen sie einfach mehr machen. Da verlieren sie den Ballbesitz. Kimmich. Da ist Coman. Super, wie sie das Kurzpassspiel hier aufziehen. Da läuft der Ball perfekt und sie haben es jetzt natürlich auch nicht eilig. Pavard. 2 Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Coman. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. 3 Treffer haben wir in Durchgang 1 gesehen. 2:1 der Pausenstand. Bislang ist das hier das Spiel, das sich alle von Robert Lewandowski erhofft hatten. Bringt eine sehr gute Leistung. 2 Tore hat er heute schon bejubeln dürfen. Es riecht nach einem Erfolg, würde ich sagen. So, der erste Durchgang beginnt hier im und damit geht es nun weiter im Viertelfinal-Hinspiel der UEFA Champions League. Spielabschnitt 2, los geht's. Davis. Coman ist das jetzt. Gnabry. Nun Lewandowski. Alphonso Davis. Leroy Sané. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Thomas Müller! Kein Tor. Da lassen sie eine gute Chance liegen, sich hier weiter abzusetzen. Ja, das wäre wichtig gewesen. So bleibt es erstmal weiter spannend. Ich glaube, diese Szene ärgert sie. Ziyech. Ball bei Lukaku. Azpilicueta. Das sieht vielversprechend aus. N'Golo Kanté. Was für eine Rettungstat, gehalten! Es kommt ein frischer Mann und der Trainer muss da auch was verändern, denn im Moment liegen sie hinten. Kurze Variante bei dieser Ecke. Da ist die Flanke. Ball kommt nicht sonderlich gefährlich. Sané. Kimmich. Kimmich. Ja, Ball läuft perfekt. Kurze, schnelle Anspiele. Immer wieder sehr souverän. Klasse aufgepasst. Er hat den Ball. Schönes Dribbling hier. Ne, jetzt ist der Ball doch weg. Nicht ungefährlich, Steilpass. Die Bayern, der Ball im Tor.
Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizienter. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Sané. Die Bayern über die Seite jetzt. Da ist die Flanke. Kein Tor bei diesem guten Kopfball. Ja, der Ball geht knapp. Ab über die Latte, das hätten Treffer verdient gehabt. Conte. Unwiderstehlich, wie er hier mit dem Ball am Fuß losläuft. Der Pass kommt nicht an, Süle macht das gut. Da klären sie erstmal. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Die kurzen Pässe jetzt, sehr ballsicher sind sie da. Sie haben natürlich auch die Führung im Rücken. Ich muss sagen, wie überzeugend sie hier generell ihr Passspiel auf. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Jetzt können sie klären, hätte sonst gefährlich werden können. Ziyech. Jetzt Ramos. Azpilicueta am Ball. Und Azpilicueta. Und jetzt haben sie den Ball. Kimmich. Regulär sind es noch 7 Minuten. Lewandowski jetzt. Ballverlust Bayern München. Lukaku. Kanté. Ball bei Hakim Ziyech. Da kommt der Pass, aber gut aufgepasst. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Was macht er draus? Was für eine Parade! Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball, macht sich ganz lang. Riesenaktion. Und man sieht wieder einmal, er ist ein hechtender Klassekeeper. Ecke kommt. Da konnten sie nichts draus machen. Die Bayern gewinnen also das Hinspiel. Der Unparteiische pfeift diese Partie ab.